Hallo lieber wieder, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Sommer 2021 bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, wo du auch diese Red Hot Love Karten finden kannst. Rote heiße Liebe auf Englisch ist unten aufgeführt. Außerdem findest du unten auch meine Social Media Profile auf Instagram und Facebook aufgelistet. Ja? In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Gehen wir zu deiner Legung über. Du hörst es wahrscheinlich meiner Stimme an. Ich muss schon die ganze Zeit lachen. Ich kann gerade nicht ernst bleiben, weil ich habe schon das Bild vor meinem geistigen Auge. Wieder, ich sehe dich wie verrückt mit jemandem rummachen. Knutschen und alles andere, also Petting. Ja, ich sehe dich beim Petting. Mit sehr, 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 sehr viel Leidenschaft, ja. Nur findet das Ganze ohne Koitus statt. Du verbietest jemanden den Sex im Sommer. Alles andere darf sein, aber Sex ist verboten. Petting ist angesagt. Das ist recht interessant, deine Jahreslegung für 2000, in deiner Jahreslegung für 2020 geht es darum, dass du ein Keuschheitsgelübde ablegst. Ja, ein Keuschheitsgelübde, wo du sagst, so, also ich weiß nicht mehr, was genau das Thema war, aber es ging halt darum, dass du dich sexuell zurückhältst. Ja, und ich habe das Gefühl, dass du da so die Vorteile draus gesehen hast, ja, was das Gutes hervorbringen kann, wenn man darauf aufpasst, dass die Leidenschaft nicht überhand gewinnt. Und ich glaube, du wendest das jetzt im Sommer nochmals an. Ja, dieses, hey, kein Sex, ja, rumknutschen und so, begrapschen und solche Dinge, alles okay. Aber kein Sex. Ist natürlich, oder du, ich sag jetzt nicht, ob du oral haben wirst oder nicht. Das ist dann deine Entscheidung. Aber Koitus an sich sagst du nein. Und das ist eine ziemlich gute Taktik wieder, oder? Spaß beiseite, du bist ein Feuerzeichen und Feuerzeichen sind eben Leidenschaft. Stäbe stehen für Leidenschaft. Ast der Stäbe ist Leidenschaft im Tarot, ja? König und Königin der Stäbe, Sexgötter, ja? Zum Glück ist mein Video auf über 18 eingestellt. Da ist es schon gut, wenn man das ein bisschen zurückhält, damit auch die anderen Dinge laufen können. Ja, vor allem, ich habe vor allem weibliche Zuschauerinnen und gerade bei Männern, also für Männer kann es ziemlich schwierig sein, die Gefühle, die Gedanken einzuordnen, wenn ihre Leidenschaft sehr stark geweckt ist. Ja, das hat biologischen Ursprung, da können die nichts dafür. Zwinker, zwinker. Aber ja, der eine. Bist du der eine, ja oder nein? Bei wem ist das auch gekommen, diese Karte? Bei Jungfrau, glaube ich. Weiß nicht mehr. Der eine. Bist du es, ja oder nein? Wir sehen hier so einen typischen Poser. Ja, mit Anzug und zeigt die Uhr. Wieder, was du hier sehen möchtest, ist, dass dieser Mensch wirklich in dich investiert. Ja, du willst den König der Münzen, die Königin der Münzen in diesem Menschen sehen, dass er, sie es langfristig mit dir meint. Vorher ist es Sperrzone bei dir. Ja, sieben der Kelche, die Gefühle müssen stimmen. Man soll hier nicht einfach nur aus Verwirrung heraus Flüssigkeitenaustausch betreiben. Nein, Flüssigkeitenaustausch schon, aber ich meine, du verstehst, was ich meine. Gell? Wieder. Schauen wir mal. Es ist halt so, ja, wieder Menschen sind quirlige Menschen. Ich kenne einige davon. Die sind quirlig. Ja, die sind fun und die sind so
ein bisschen belanglos. Ja, belanglos nicht im Sinne von euch ist alles egal, sondern ihr schließt einfach sehr schnell mit Dingen ab. Ja, ihr seid nicht Menschen, die Dinge von was weiß ich wann mittragen. Ja, ihr verarbeitet alles sehr schnell. Du willst hier eine Entscheidung treffen im Sommer in Bezug auf einen Menschen und du schaffst sozusagen die Umstände dafür. Ja, und du sagst, was deine Aussage hier ist, du, ich bin so verdammt gut im Bett. Natürlich wird es da funktionieren, sagst du. Ja, das ist nicht Gegenstand hier. Das ist hier nicht eine Debatte oder ähnliches. Ich muss hier nicht gemäß der sexuellen Kompatibilität hier eine Entscheidung treffen, sagst du, weil ich bin gut. Und wenn ich gut bin, ja, dann habe ich es eh mit allen gut. Um das geht's nicht, sagst du. Ich will hier schauen, dass auch die Vernunft übereinstimmt. Ja, ich will hier sicher sein, dass dieser Mensch es wirklich ernst mit mir meint. Es ist nicht so, dass du deinem Gegenüber unterstellst, dass er sie nur das eine von dir will. Du beachtest das Biologische, was ich dir gerade erklärt habe. Ja, du sagst, ich will, dass mein Gegenüber so auftritt, wie er sie auftritt, wenn er sie nicht durch die Leidenschaft benebelt ist. Gericht, was ist die Wahrheit? Was ist das Wahre? Ja, du siehst hier diese nackten Menschen hier. Ja, die sind nackt, die sind entledigt von allem. Die Brust halten sie offen, das Herz ist offen. Sie sind so, wie sie sind. Ja, und du möchtest dein Gegenüber so wahrnehmen können, wie er ist, wie sie ist. Und dabei schauen, ob das ein König der Münzen ist oder nicht. König oder Königin der Münzen. Du willst die Wahrheit wissen. Was trägst du hier darunter, sagst du? Page der Münzen. Ich habe hier langfristige Pläne mit dir, sagst du. Ja? Der Page der Münzen ist der einzige Page, der zu König, Königin der Münzen mutiert. Du hast langfristige Pläne mit diesem Menschen. Und du möchtest wissen, ob die Gegenseite das genauso sieht. Ja? Und man sieht hier auch die Leidenschaft bei dir. Ja, du bist da mit deinem roten Schal. Ja, da ist rot um deinen Kopf herum mit sehr viel Leidenschaft. Und wir haben so die Farbe der Leidenschaft haben wir auf deinem Kopf. Ja, du gehst hier vernünftig mit der Leidenschaft um, mit Sexthemen um. Dein Gegenüber ist komplett in Rot gekleidet. Und du willst das nicht, ja? Du willst, dass dein Gegenüber diese Leidenschaft auch abnimmt und mit klarem Kopf entscheidet, ob er sie das langfristige Angebot hier eingehen will oder nicht. Ja? Aber ich spüre hier keine bösen Absichten von der Gegenseite. Ciao. Da rollt der Rubel bei euch, echt. Schaut euch das an. Sie ist imstande, dir das anzubieten, auf dein Angebot einzugehen, ja. Und ich sag dir eins wieder: hinter diesem Menschen versteckt sich noch viel mehr, wie du glaubst. Das ist die Widerkarte. Ja, ich weiß, aber ich sehe hier komplett die Energie deines Gegenübers. Der Herrscher ist der König aller Könige. Dieser Mensch ist auch auf Vernunftsebene, auf Leidenschaftsebene und in Bezug auf Liebe und Spiritualität top-notch. Ja, ein Fang. Ein Fang. Also dieser Mensch hat dir noch nicht all seine Seiten gezeigt. Da ist noch viel mehr dahinter. Aber Gutes, nichts Schlechtes. Ein König der Münzen ist dieser Mensch. Dieser Mensch kann mit dir langfristig in einer Beziehung sein. Ja, die Frage ist nur, ob er oder sie das will. Guck dich hier nicht an. Guck dich nicht an. Du wirst dieses Problem hier lösen, indem du eben sagst, kein Sex. Ja, no Sex. Die Sache ist die, eben,
Ich weiß nicht, ob ihr diesen Menschen schon kennt oder nicht. Ja, vielleicht kennt ihr diesen Menschen schon, vielleicht habt ihr diesen Menschen gekannt oder vielleicht tritt dieser Mensch noch in euer Leben. Bei vielen ist dieser Mensch schon da. Er ist ein König der Münzen. Es ist sehr gut möglich, dass dein Gegenüber sehr gut ist im Bett. Ja, so wie du. Ja? Und es ist gut möglich, dass dein Gegenüber, egal ob Mann oder Frau, sieht, wie gut er sie dich befriedigt, dir da etwas gibt. Und solange ihr Sex haben dürft, Sex haben könnt, befriedigt dich dieser Mensch darüber. Und du sagst dann nein, stopp, setz da eine Schranke und sagst kein Sex mehr. Es kann sehr wohl sein, dass du auch oral verbietest, ja, dass dieser Mensch dich nicht mehr befriedigen darf, sexuell, ja. Und dann muss dieser Mensch sich überlegen, ja, was könnte ich denn wieder sonst geben, um wieder zu bekommen? Du musst hier eine Entscheidung treffen und dein Gegenüber wird sich dann überlegen müssen. Das ist eben der König der Könige, ja. Die haben schon ihre Asse, ja. Der zückt einfach das nächste. Neun der Stäbe. Siehst du? Siehst du, wo der hinblickt? Ihr müsst halt, ihr seht halt, oder? So sieht das hier aus für mich. Ja, seht ihr, wie der hier hinblickt? Oh nein, sagt dieser Mensch. Ich darf hier nicht mehr mit Stäben rumwedeln. Ja? Ass der Stäbe ist ein Phallus. Ist eine sehr sexuelle Legung, ich weiß. Du machst diesen Menschen nervös damit, dass du hier sagst, nein, du darfst mich nicht mehr befriedigen, sexuell. Wenn du mich haben willst, dann musst du mich auf eine andere Art und Weise befriedigen. Der Teufel. Oh. Das hier ist, das hier ist Popo unterm Feuer. Das hier ist, ach du Scheibe, was tue ich jetzt? Das hier ist Ausbruch aus einem Teufelskreis für dein Gegenüber. Siehst du hier Popo unterm Feuer, den der Teufel hier rein, hier entbrennt? Das ist aber die Teufelkarte ist auch die Steinbockkarte im Tarot und ich muss immer an das Tier wieder denken, wenn ich den Teufel sehe. Du bist schon ein bisschen so der, der diesem Menschen Feuer unterm Popo gibt, damit dieser Mensch hier sich verabschiedet von Verhaltensweisen, die schädigend sind. Die Verhaltensweise deines Gegenübers ist es, Menschen im Liebesleben sexuell zu befriedigen. Und an alles anderen, oder sobald ihre Dates gekommen sind, ihren Höhepunkt hatten, ist dieser Mensch befriedigt. Jawohl, jetzt habe ich meinem Gegenüber was gegeben, sagt dann dieser Mensch. Aber das ist total falsch. Ja, gerade heutzutage, wo all die Toys und alles sind. Und ja, da hat jemand auch, der schaut hier direkt auf die Uhr, ja, von mir aus gesehen. Und die Uhr stellt das Materielle dar. Es kann durchaus sein, dass jetzt dein Gegenüber so ein bisschen Ehrfurcht bekommt vor deinen Toys, falls du Toys hast, ja, so Spielzeuge. Und hä, so aller, oh shit, das war das, was ich wiedergegeben habe und jetzt setzt wieder wahrscheinlich das ein und hat mir den Weg versperrt und erwartet jetzt was anderes von mir, wie einfach nur das. Und das wird dann dazu führen, dass dieser Mensch hier aus einem Teufelskreislauf rauskommt. Ja? Da war irgendwie irgendwann mal eine Beziehung. Ja, es muss leider nicht nur im Liebesleben sein. Ja, Menschen erleben allerlei Dinge in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, die diesen Menschen glauben ließ, mit Leidenschaft, ja, mit sexueller Befriedigung kann ich also allein damit kann ich eine befriedigende Beziehung aufbauen. Aber dem ist nicht so. Das lief schon neunmal schief bei diesem Menschen. Und jetzt muss dieser Mensch mit 10 der Stäbe das ablegen, diese Verhaltensweise. Okay? Interessante Legung. Also eigentlich eben geht es bei dir nicht um Sex im Sommer, aber in der Legung geht es hier nur um Sex. Ja?
Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird mit deinem Gegenüber und worauf das hinausläuft, ja, ob dieser Mensch es schafft, da loszukommen und sich dir zu wenden mit den Münzen hier, ja, mit Versprechen. Das hat sich hier gezeigt, der Wagen. Es kommt eine Vorwärtsbewegung. Es kommt eine Vorwärtsbewegung. Dieser Mensch sollte ein Versprechen machen, sollte treu sein, sollte langfristig planen, sollte in dich investieren, ja, soll dich angucken hier. Das ist das, was du willst. Schauen wir mal. Ich werde hier diese Karten werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.